Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt von Concept Genie. Ich habe es jetzt schon zweimal angezockt, den Anfang, und jedes Mal ist mir, ja, mein PC dabei irgendwie ins Problem geworden. Also immer so ab 40, 45 Minuten war dann so das Problem, dass ich nichts mehr gehört habe, und in der fertigen Aufnahme habe ich mich angehört, war ich selber auch mit Hacken und das Spiel war mit Hacken. Deswegen jetzt nochmal, ich habe mir jetzt hier einfach nochmal alles hochgeschraubt von der Belüftung her, dass der Prozessor gekühlt wird vernünftig, und habe mir das Diagnosetool, die man hier aufgeklatscht, dass ich das hier ein bisschen besser beobachten kann, wie die Temperatur ist, die Auslastung und allem drum und dran. Also CPU hat jetzt eine 15%ige Auslastung. Grafikkarte habe ich mir, die ist gerade hoch. Also Grafikkarte könnte eventuell sein. Da habe ich auch eine 51%ige Auslastung gerade. So. Ich habe schon, wie gesagt, freies Malen. Das ist jetzt, weil ich schon mal angefangen habe, und VR ist begrenzt. Das Spiel ist, wie ihr seht, VR-kompatibel. Da steht zwar VR, aber es ist nur VR-kompatibel. Also, wir können das also normal spielen. Ich habe unter den Optionen, habe ich bei Audio, habe ich den Sound, also Musik auf 70 gemacht, und ich habe Untertitel angemacht. Mehr habe ich eigentlich nicht gemacht. So, freies Malen, da können wir hier Leuchtturm, da können wir hingehen, freies Malen machen. Das habe ich noch nicht gemacht. Werde ich vielleicht im separaten Video nochmal machen. Neues Spiel. Ja. Ich nehme das oberste jetzt einfach mal, was ich gelöscht habe. Und starten da mal ein neues Spiel drauf. Und machen den Anfang jetzt nochmal. Ich habe den Anfang, ich habe den Leuchtturm beendet. Ich mache das jetzt einfach nochmal, weil ich nicht weiß, wie lange die anderen Level sind. In der Hoffnung, damit es diesmal nicht abkackt. Und weil ich am Überlegen bin, da vielleicht ein Let's Play zu machen. Wenn euch da ein Let's Play interessiert, dann einfach mal in die Kommentare LP schreiben. Dann weiß ich, dass ihr davon Let's Play sehen wollt. Könnt auch Let's Play schreiben natürlich, aber LP reicht mir hoch aus. Ich nehme jetzt hier, wie gesagt, ohne Intro, ohne Outro. Ich werde das Video nicht bearbeiten. Reines Gameplay-Material nehme ich hier auf. Und ich habe, achso, kann ich jetzt nicht nachgucken. Also ich nehme im 4K auf, ohne HDR. Das Spiel hat kein HDR. Ich gucke gerade nach. Nee, hat nicht. Und mit einer 100er Bitrate. Also 100 Mbits Bitrate. Oder 100.000, was war das? Bei mir kann ich halt zwischen 0 und weiß ich was einstellen. Und es gab so ein Spiel schon mal auf der PS3, und ich habe es die zwei Aufnahmen davor schon gesagt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß, dass ich es auf der PS3 gespielt habe. Und es war auch mit so Stadt und mit Monstermalen und so. Also, sorry, Mom. Wenn euch da was einfällt, wenn ihr das Spiel auf der PS3 gespielt habt oder den Vorgänger hat, dann schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wie das heißt. Ich weiß es bei bestem Willen nicht mehr. Dance Row. Hieß das vielleicht auch Denska? Ich guck mal nebenbei hier schnell bei Google. Denska. Ohne R war das doch, oder? Oh, vorsichtig, Ash. Sorry, Mr. Green. Ich guck mal, immer Denska und PS3. Und ich meine nicht The Blob, wo man malen kann. Ich meine wirklich so wie das. Ash, das ist so schön. Okay, Kleiner, ab nach Hause. Alles nur PS4, alles PS4. Denska. Ich hab, glaube ich, was gefunden.
Nee, ist irgendwas anderes. Schade. So, zentrieren. Also am Anfang hatte ich hier ziemlich Probleme, aber mittlerweile geht das ganz gut. Wie ihr sehen könnt. Also wie gesagt, das ist das dritte Mal, dass ich das jetzt aufnehme. Verpassen wir dir etwas Farbe. Das ist schon besser. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Manchmal ist es auch gelb. Also, und ich habe eben dann nach der Aufnahme nochmal versucht aufzunehmen. Ging aber nicht, weil da hat er dann genau gleich schon von Anfang an die Probleme gehabt. Also, es muss an der Software liegen. Denke ich mal. Ich habe jetzt extra zum Überwachen, wie gesagt, jetzt mein. Der Tool von meiner Wasserkühlung auf. Weil da sehe ich halt auch Prozessor, Arbeitsspeicher, alles drum und dran. Versuchen wir es mal mit Blau. Ja, das war die richtige Wahl. Ihr seht, ich muss ja eigentlich ja nicht komplett ausmalen, aber ich mach's halt, weil es schöner aussieht. Du wirst etwas Besonderes. Hier ist mir was. Passt mal genau auf das Bild auf. Und das bei Vollmond. Oh, guck mal, ich habe mein Herz gemacht. Ich glaube, ich nenne dich Luna. Gefällt dir das? Da passt auf, und jetzt müsste das gleich passieren. Jetzt habe ich eine bestimmte Menge gemalt? Nee. Jetzt. Da hat sich das verändert. Unten steht jetzt Luna. Und Augen und. Ja. Augen und. Mund. Ich bin jetzt. Ey, das glückt hat. Jetzt bin ich nicht auf den Namen Mund gekommen. Da bin ich schon etwas stolz auf mich. Willst du abhängen? Witzig. Mann, ich hab Hunger. Geht mir genauso. Oh, guck mal, wer da ist. Achtung! Guter Schuss. Echt gut. Janie, lass das! Ach komm, Heulbaby. Das war weit daneben. Und die Schleuder hast du gestohlen. Das ist meine. Tja, jetzt nicht mehr. Aufwachen, Freak! Na, was gibt's heute zu essen, Ash? Ups. Was ist denn das? Dein kleines Ausmalbüchlein? Ich wieder her! Komm und hol's dir! Hierher, Bee! Hey, das gehört mir! Nix da!
Was zum... Her damit! Oh. Nein! Oh, schade Schokolade. Ich werde... Was wirst du, kleiner Mann? Hey, wir können ihn doch in die Bahn stecken. Dann kann er mit dem Leuchtturmgeist abhängen. Hab keine Angst, Ash. Vielleicht hat Mama recht. Ich sollte hier wohl nicht mehr herkommen. Aber ja, komm. Es fühlt sich immer noch wie zu Hause an. Geht das lila Zeug. Es breitet sich immer mehr aus. Egal was es ist, es blockiert wohl die Räder. Ich glaube, ich sitze fest. Die steht da mit K. Ah, Dance Car. Die Steuerung, wenn jetzt sowas ist hier. Meine, wir kommen jetzt gerade aus dem Bus raus, ist ein bisschen hakelig. Aber sobald wir da aus diesem. Hoffentlich ja, denken Sie nicht. Manche Sachen sind halt ziemlich linear gemacht, aber wenn wir da rauskommen, so wie jetzt hier. Hier können wir uns jetzt schon mal frei bewegen. Die Steuerung ist sehr gut. Hier hatte ich geguckt, hier war nichts. Ich mache es jetzt nur mal für euch. X war springen. Das werden wir gleich noch erfahren. Das kann doch nicht der Wind gewesen sein. So. Irgendwas stimmt hier nicht. Das weiß ich schon, dass es springen X ist. Und hier sind X und nach oben klettern. Okay, jetzt zack, das haben wir auch schon. Ich hole mir erstmal meine Seiten zurück und dann suche ich nach einem Weg zurück. Ich habe beim Rumlaufen hier auch gefunden, dass hier was dran ist. Aber hier konnte ich nichts machen. Auch später nicht, wo ich dann vom Leuchtturm wieder runter war, konnte ich dort nichts machen. Ich werde versuchen, jetzt ziemlich schnell hier zu machen. Ich habe bei dem Hauptteil, was ich aufgenommen habe, also vorhin, war ich ein bisschen ausführlicher. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt hier nicht wieder so weit geht. Und hallo? Ich würde den Leuchtturm euch jetzt mal gerne zeigen wollen. Und hier ist es wieder sehr... Hier leuchtet es jetzt. Hier ist wieder sehr hakelig die Bewegung. Jetzt ist wieder weich. Als hätte sie ein Eigenleben. Geister gibt es nicht. Ich habe Angst, dass es wieder sich aufhängt. Die Temperatur von der Grafikkarte ist gerade bei 60 Grad. Auslastung bei 45%. CPU-Temperatur 55. Auslastung 12%. Also. Vom RAM bin ich bei 22% mit der Auslastung. Also von daher
Alle im grünen Bereich, außer halt die Grafikkarte. Also ich glaube, da die 1060, die ich habe, ich brauche da mal was mehr. Mehr Power und was besser gekühltes oder so. Luna? Okay, so hatte ich mir deine Stimme eigentlich nicht vorgestellt. Möglich. Hey! Ich habe gerade noch eine Frage beantwortet unter einem Video. Du bist jetzt in der Wand. Süß gemacht, soll ich oder? Den Pinsel darauf richten? Wow. Das ist ja mit Bewegungssteuerung. Das erfordert wohl man kann aber auch die Bewegungssteuerung deaktivieren und damit R3 steuern. Und Luna sagt uns jetzt, wir sollen die Lampen zum Leuchten bringen. Bringt sie zum Leuchten. Und wir sollen jetzt was malen. Oh, das ist unglaublich. Machen wir hier überall Sternchen hin. So, und jetzt Pinsel einstecken. Wir können jetzt weiter. Luna macht uns das jetzt hier auf. Warte, wo willst du denn hin? Da. Und jetzt geht's nach oben wieder. Und hier seht ihr auch, die kommen hier unten. Warte, ich zeig's euch nochmal. Wir haben praktisch die... Na, komm, geht doch hier lang. Wir haben die hier angefangen anzumachen. Und hier leuchten sie. Da. Und bis hier. Und hier leuchten sie schon wieder nicht. Und hier sollen wir jetzt was machen. So, und Luna sagt uns jetzt, was wir machen sollen. So, mal den Pinsel auf. Wie das an der Wand aussieht. Du willst, dass ich das male? So. Eine Tulpe. Eine Tulpe. Zack. Okay. Auf dem Gras rumzulaufen, wird dir Spaß machen. So, dann machen wir Gras. Das seht ihr ja auch, dass das hier gerade angezeigt wird. So. Pflanzen? Okay, Pflanzen. Wieso nicht? Da leuchtet's. Damit du es warm und gemütlich hast. Hm? Okay, ein geht Feuer. Klar, Luna. Na klar. Was wäre das für ein Lagerfeuer ohne Sterne? So, wir können den Pinsel jetzt wegpacken, aber ich mache hier noch das hier, weil die total schön sind. Ne? So. Das ist unglaublich. Ja.
Was bist Klecks du denn? Abgekriegt. Nur ein Klecksfarbe? Na toll, hab einen blinden Passagier. Meinetwegen, Klecks. Wisst ihr, ihr seid gar nicht so gruselig, wie man es von Leuchtturmgeistern erwarten würde. Ich find's süß. Achso, da war das, okay. Wir müssen nämlich jetzt hier hochklettern. Von da sind wir ja gekommen. Wir müssen jetzt diese sieht total stabil aus. Kette weiter anmachen. Und da habe ich, wo ich das gesehen habe, bin ich auf PS3 gekommen. Ist das etwa gemalt? Mir war wohl da. Als ich noch klein war, habe ich diese Dinger immer schon angemalt. So, Mensch, kennst du doch von der Maradia irgendwie. Das erinnere ich mich nicht. Wie kommt aber das ich hin? Weiß echt nicht mehr, wie es heißt. Und ich habe schon ein paar Mal gegoogelt jetzt so und ich habe es nicht gefunden. Was Malspiel ist da hinten auf PS3. Klecks? PS3-Spiele, wo man malt. Oder sowas. Ich habe auch den Publisher hier von, also das ist ja Sony, aber hier den also Entwickler gesucht. Aber... Einfach unglaublich. Okay. Der Pinsel ist spitze. Aber überm Auge. Zack. Und hier auch. Nee, das sieht kacke aus. Hätte nie gedacht, einen in Lebensgröße zu sehen. Und ich will dann auch so einen Fühler. So. Und einen Schwanz. Oh, hoffentlich träume ich das nicht nur. Wir können ja mal noch ein Hörnchen machen. Wir können ja noch mal hier... kleine Hörner machen und hier noch ein Horn und hier noch ein Horn. Hoffentlich träume ich das nicht nur. So, gedrückt halten. Jetzt halten wir, erwecken wir den mal zum Leben. Ich habe sonst immer nur zwei Hörner und ein Haar gemacht. Wow, du bist lebendig? Hi du. So, jetzt sagt er uns gleich was. Ja. Könntest du mir vielleicht helfen? Ich sei nämlich jetzt zu Luna. Ihr seht jetzt da unten, da wird schon hier leuchtet. Seht ihr so das? So kann man es auch machen. Geht hier hoch. Danke. Und hier leuchtet schon mal. So. Und. Ah. Ah. Na, wo bin ich denn jetzt? Da. Ah. Sie mir helfen, zurück nach Denska zu kommen. Was ist das ganze lila Zeug? Oh Mann, das lila Zeug, die Finsternis. Ich wusste nicht, dass es so schlimm geworden ist. Und was ist, wenn sie sich bis hierhin ausbreitet? Ich muss nämlich auf die Uhr ein bisschen achten. Die Kleine müsste jetzt gleich fertig sein mit Mittagsschlaf. Ich hoffe, ich schaffe das Video noch vorher zu Ende zu machen. Oh, meine Malerei hat den Teil erhellt. Hier, im Leuchtturm. Du willst, dass ich das tue? Die Stadt mit Farbe wiedererwecken?
Das Problem ist, dass ich nicht viel machen kann, solange ich hier feststecke. Luna? Wo bist du hin? Was sind das für Bilder? Die sehe ich jetzt das erste Mal. Also ich achte gerade das erste Mal darauf. Das sind Lilane und Pilze. Da verdorrt alles. Okay, Mond. Die sind mir beim ersten und zweiten Mal gar nicht so aufgefallen. Ich glaube, ich muss all diese Lichter anmachen, indem ich darunter etwas male. Okay, also, zack. Ich mach jetzt hier hoch keinen Heckmeck. Ich mach jetzt einfach, zack, ein paar Bäume hin. Ja, nicht so die Zeit, dass ich so ausführlich mache wie bei den ersten beiden Videos. Weil ich habe Angst, dass er wieder abkackt. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal nur Wald und mach mal hier überall Wald hin. Die Finsternis ist ja auch hier oben. Du kommst an dem Zeug nicht vorbei, richtig? Du willst, dass ich das anmale? Okay. Da. Also wir können auch mit einfach hier rauf gehen und dann mit R2 bestätigen. Und? Was meinst du? Wow. Was ist hier los? Hältst du mich irgendwie auf? Wow. Super Farbe. Und... Oh, cool. Das ist wie Super Farbe. Okay, Luna. Die Luft ist rein. Das habe ich nämlich noch nicht versucht, ob ich hier malen kann. Doch, ich kann hier malen. Das habe ich nämlich noch nicht versucht. Funktioniert aber. Funktioniert auch. Dieser Schalter sieht vielversprechend aus. Für das ganze Ding habe ich eigentlich 40 Minuten sonst gebraucht. Also bis jetzt sind wir gleich unten. Und dann habe ich so 40, 45 Minuten für das ganze gebraucht. Immer. Ich habe viel mehr gemalt. Hast recht, Luna. Denska sollte wieder schön werden. Ich mach es. Erst mal, dass ich das höre, was der auch sagt. Weil sonst ist hier der Ton schon mal weg gewesen bei mir. Was wird der Klecks? Hier, das hatte ich auch bemalt, also bis hoch, das hatte ich alles, die ganzen Seiten hatte ich bemalt. Und ich bin dann auch, jetzt kann ich es ja verraten, auch dann nochmal zum Anfang zurück, also nochmal zum Leuchtturm zurück und auf der einen Seite, wo ich euch das Bild gezeigt habe, das Weiße.
Und hab dann Bäume gemacht, weil das sah so aus wie Baum, als wenn das Monster am Baum hochklettert. Aber da ist nichts passiert. Also ich konnte... Keine Ahnung. Hab ja da auch dann nochmal alles bemalt. So, und wie ihr seht, jetzt ist hier das Lila in der Stadt ist noch. Und weiter habe ich auch noch nicht gemacht. Und wir sollen jetzt hier einsteigen. Was ich jetzt natürlich nicht mache. Weil ich denke mal, das werden wir im Let's Play machen. Weil ich denke mal, das ist ein Let's Play wertes Spiel, oder? Was sagt ihr? Einfach mal LP in die Kommentare posten und einen Daumen hoch machen. Dass ihr wisst, ob ihr halt ein Let's Play wollt. Ja, dann würde ich mich jetzt hier auch verabschieden. Weil der Ton ist noch da. Ich bin zufrieden, dass es jetzt endlich hingehauen hat. Ich denke mal, das liegt an der Grafikkarte. Weil da bin ich jetzt bei der Auslastung bei über 50% und Temperatur auch 60 Grad. Ich denke mal, die ist es, die mir dann in die Quere kommt. Mal gucken. Weil Prozessor ist jetzt bei 56 Grad und 17% Auslastung. Na, 15, 16, 17, 16, 13, 14, na so in dem Dreh. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen blöd angezockt war. Aber wir werden uns das noch auf jeden Fall im Let's Play, denke ich mal, angucken. Ich denke mal, das wollt ihr alle im Let's Play sehen, oder? Denke ich mal ganz stark. Weil es ist ein schönes Spiel. Und hier, wenn man es... Wartet mal, so, ich will euch noch mal zeigen, schnell. Ja, wenn ihr euch den anguckt, die Videosequenzen, wenn ihr die quatschen seht immer, die Menschen, die da sind, das erinnert mich verdammt an den einen Comic-Stil. Die Straßenbahn sollte nun startklar sein. Wo die Figuren eher so hölzern aussehen und auch bei der Animation sich nicht der Mund die ganze Zeit bewegt, sondern und auch die Augen mal auf, mal zu, mal auf, mal zu und nicht halt so intervallmäßig und so. Das sieht dann alles sehr hölzern aus, aber ist ein sehr schöner Stil, finde ich. Und ich finde es so schön gemacht. Es ist jetzt hier ein bisschen trist und grau, aber wir machen natürlich Farbe hier rein. Wir können jetzt hier auch... So, können wir hier schön... Guck mal, machen wir hier schön... Zack. Und hier auch. Und nochmal. Und hier. Und hier. Und guckt mal, wie schön das aussieht. Die Straßenbahn sollte nun startklar sein. So, und dann können wir hier sowas zum Beispiel machen. Die Straßenbahn sollte nun startklar sein. Ich denke mal, wir kriegen dann auch noch neue Zeug dazu, was wir malen können. Und wir dürfen halt nicht so weit weg sein, wie ihr seht. Wenn wir zu weit weg sind, dann malt er da auch nicht hin. Die Straßenbahn sollte nun startklar sein. Die Straßenbahn sollte nun startklar sein. Und von innen geht auch, oder? Ja, aber nur da, wo keine Fenster sind. Coole Sache. Können wir die auch bemalen? Ne, die können wir nicht bemalen.
Okay. Hier geht's auch nicht. Fußboden geht nicht. Steine geht nicht. Hier? Ah, hier geht's wieder. Und hier oben? Also Dach und so geht auch nicht. Okay. Gut. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt hier einen Cut machen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich wenn ihr wisst, wie der erste Teil heißt, oder beziehungsweise das Spiel, was ich meine, ich weiß nicht mal, ob es der erste Teil ist, weil ich habe den Entwickler gesucht, Pixel noch irgendwas. Und da stand kein anderes Spiel drin bei Wikipedia. Ich habe bei Google geguckt und so. Ich habe auch keinen Bock, die ganzen PS3-Spiele auf Dings durchzugucken. Im PSN. Ich weiß aber ganz genau, dass ich früher so ein Spiel mal gespielt habe, wo ich auch mit so einem Jungen durch die Gegend gelaufen bin und die Wände bemalt habe. Ich weiß das ganz genau. Aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Wenn ihr gespielt habt und wisst, wie es hieß, dann bitte, bitte, bitte schreibt es in die Kommentare. Weil mir fällt es echt beim besten Willen nicht mehr ein. So, nichtsdestotrotz, ein schönes Spiel, ein sehr schönes Spiel. Es macht megamäßig Spaß. Es ist ab 12 Jahre alt. Ab 12 Jahren kann man spielen. Die Straßenbahn sollte nun Startklasse. PSN. Steht dann halt drin, ab 12 Jahre. Es macht mega Spaß. Es ist sehr süß gemacht, sehr schön gemacht. Nicht für Kinder auf jeden Fall. Seht ihr ja, keine Gewalt, kein Blut. Mit Malen und so. Wirklich toll gemacht. Wir können auch den R3-Stick benutzen zum Malen. Ja, den wir jetzt zum Umgucken benutzen. Hat er am Anfang auch gesagt, das wäre auch möglich. Ich wollte aber mit dieser Bewegungssteuerung erstmal so testen. Und nach einer Weile kommt man da echt gut rein, muss ich mal so sagen. So, nichtsdestotrotz von mir ganz klar einen Daumen hoch. Macht Spaß. Ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin. So, was aus? Da.